stelle mir so ein, dass wenn wir auf dem Trampolin stehen, vorne an die Linie uns mit den Zehen dran stellen, die Unterarme locker darauf ablegen und dann sollten in etwa 90 Grad im Ellenbogengelenk sein. Ja? So, wo wir uns befinden während des Springens, wir haben hier 600 tollen Ecken, die uns das Sprungtuch begrenzt. Wir suchen uns die beiden äußersten links und rechts und denken uns eine imaginäre Linie dazwischen und stellen uns mittig mit den Füßen hüftbreit da drauf. Hips wide open. Ja. Okay, wenn wir das haben, drehen wir die Zehenspitzen 2 bis 3 cm nach außen, die Fersen folgen. Das ist unsere Basic-Ausgangsposition. Genau. Die Knie sollten stets gebeugt sein. Achtet darauf, dass die Knie immer in der Achse bleiben, auch beim Springen später. Wir können die Hände an den Beckenkamm nehmen und dann können wir mit dem Becken jetzt mal ein bisschen spielen. Wir bleiben in der Beckenaufrichtung, sodass wir den Bauchnabel leicht einziehen, den Hintern leicht nach hinten rausgesetzt, Oberkörper leicht nach vorne geneigt. Die Arme können jetzt wieder locker hängen. 90 Grad in den Ellenbogengelenken. Die Bewegung findet beim Springen aus den Schultern statt. Wenn wir springen, springen wir in das Sprungtuch hinein, heben nicht ab großartig. Oberkörper bleibt stabil. Wir wollen Bauch, Beckenboden und Beinmuskulatur aktivieren. Wenn wir nach oben springen, haben wir auch schöne Tiefenmuskulatur aktiviert, aber so kriegen wir das alles noch viel mehr mit Stabilität hin. Kontraindikationen. Das heißt, wer jetzt diesen Kurs nicht besuchen darf, unter keinen Umständen, sind Leute mit Herzschrittmacher oder schwangere Frauen. Alles andere, wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle, Meniskusschäden oder akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen, immer bitte in Rücksprache mit dem Doktor. Basic! Ah, ich merke, du hast Spaß. Vorne Zehenspitzen aufstellen, die Arme schön mitnehmen im Kreuzgang. Füße bleiben eng aneinander. Komm mal kurz von der Seite vor.